Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Valhalla Kingdoms. Ja, die ganze Sippe wieder dabei. Ich zähle mal nicht alle auf. Der ganze Tribe komplett. Und ja, der German und sein Bautrupp, die haben wieder gut gefarmt in der Zeit, wo wir versucht haben zu jagen. Und ja, wir würden jetzt anfangen, den ersten Grundstein zu setzen. Jetzt würde es wieder Level hageln, denn wenn man die Foundations herstellt, dann ja, steigen wir auf jeden Fall sehr schnell. So, fangen wir an, German, oder? Jo. Deswegen haben wir uns auch alle versammelt, damit jeder was abkriegt. Oh, 64 XP. Hey, und zack. So, jetzt hätte ich dann gerne deine Setch und Fiber. Was reicht Lady? Das? Konntest erst zwei Stück, oder was? Ja, klar. Ich hab doch gesagt, das ist der Grundstein. Okay, dann, das Problem ist, ich habe nur überlegt, ob wir wirklich hier so weit unten am Wasser bauen. Oder ob wir weiter da hoch zum Wald gehen. Wasser kannst du halt, vielleicht deine Viecher dabei stellen, Haie, was auch immer. Ja. Genau. Später Farmtiere hast du sowieso kein Problem mehr. Chris, kommst du mal zu mir? Auf die andere Seite von diesem Feld. Ach hier, ich wollte noch kurz zeigen hier. Unser weiblicher Bruce. Den haben wir mal zwischendurch, den hat der German mir runtergeschossen, weil ich den haben wollte. Ich mag die Viecher, ja. Warte. Ich ändere mal den Namen, dann passt das. Jetzt kommt. Oh, ich hab irgendwie Angst. Bruce Lean. Boah, bei mir leckt's grad. Ja, bei mir könnte auch an mir liegen. Stimmt, du machst ja da hinten. Ja, da sind ja auch nur ein paar Büsche. Auf. Ja, die Lag-Train ist unterwegs, ey. Vor allem, wie er da einfach rasiert. Das sieht von hier unten auf jeden Fall lustig aus. Plötzlich alles klar. Leute, Steine und Thatch, go, go. Das heißt, Hide brauchst du gar nicht mehr. Doch. Was ist denn mit der Murmel jetzt? Welches Level hast du denn jetzt, German, oder? Wo bist du da? Ich brauche 45 und bin jetzt 41. Okay. Oh, ich sag mal, Geflecht, der wird fertig. Ja, dann gehe ich noch ein paar Dinos töten, wenn ich was finde. Der Dödikus ist nämlich fertig. Ankylo, wie sieht's mit dem aus? Gehen wir mal gucken. Boah, der mit seinem Berg, seinem... Trotzdem brauche ich dich. Stego, für was denn? Wo bist du? Na, hier oben. Ja. Sag mir, wohin. Ach so, wir wollten jetzt... Keine Ahnung. Da Pfeile rein. So, jetzt sind wieder... Brauchst Holz wahrscheinlich, ne? Ich überleg grad, ob man nicht den hier später... Weil der ist ja unkaputtbar, oder? Was? Der Stein. Ja. Ob man den nicht später verwendet, um einen Turm drauf zu bauen. Sagt, ich würde eher zu trainieren, auf der rechten Seite von dem Felsen zu bauen, weil es da mehr Platz ist. Du kannst hier oben keine Foundations drauf bauen. Okay. Kann man daneben nicht Pillar setzen und dann darüber ziehen? Ja, die Pillar Foundations könntest du vielleicht. Ich werde von einem Kanon angegriffen, wäre geil, wenn mir jemand hilft. Wo bist du? Ja. Richtung Wald hoch. Ey, ich bin tot. Richtung Wald hoch. Warte mal, Dennis, dich habe ich doch gerade noch gesehen. Level 72. Ja, der Kanon ist jetzt 72. Komm, dann gehen wir jetzt alle rauf. Den betäuben wir. Hinter mir. Wollen wir den töten? Ich glaube, du bist der Einzige, der Narkopfeile hat. Könnte der Stego immer kurz aufhören, während wir hier gerade die angreifen? Ich habe drei Was war's? Jetzt über 300 Narkobären. Was? Ich müsste mir mal Rüstung machen, ich bin hier, renne rum wie so ein Steinzeitmensch. Ja. Folgt ihr den gerade oder killt ihr den? Wir versuchen nicht zu sterben. Ja, was denn jetzt? Komm, kill. Was schießt ihr denn? Er rennt weg? Nee, er rennt. Lass ihn töten. Er rennt der Mieze hinterher. Ja, komm, ich betäub ihn jetzt. Na, der ist schon fast tot, du brauchst jetzt die Pfeile nicht verschwenden. Ich bin auch fast tot. Sperr vor hier. Ich tacke ihn. Und alle drauf. Und Level up. Ist schon weg, ey, ich zuhaue. Weiß nicht, German. Also ja, dann mach doch hier an dem Felsen, oder? Dann sind wir von einer Seite so ein bisschen unten geschützt. Jemand mal eine Leiche gesehen? Oder? Dann könnt ihr schon mal da nicht die Foundation und so wegreißen. Ja, hier jemand was. Meine Leiche looten und da die Metallsachen rausholen. Ja, Bosmirs Leiche. Okay. Wir müssen erstmal vom Felsen wegbauen, Chris. Wir wollten ja. Achso, ja, ich verstehe. Aber nicht zu weit, oder? Mach das hier. Ich habe das Gefühl, dass es noch dauert, bis ich wiederkomme. Nein, ich bin schon wieder im Wald. Warte, ich bin mal hinter dir. Mach nicht zu weit vom Felsen, der soll ja dazu dienen. Jetzt wiege ich zu viel. Shit. Was hast du denn alles dabei gehabt? Danke. Ja, du kannst nur das Metal-Werkzeug nehmen, der Rest ist unwichtig. Was rennen denn hier eigentlich diese komischen Galimimusse rum? Galimimusse? Na, guck doch, zwei Stück sind hier. Willst du gerade 65 Nackbotex machen? Ja, komm mal. Ja, mach. Der Grundstein ist gelegt.
Yay. Zwei Foundations noch, dann zwei Türrahmen und dann. Eine Foundation ein paar Wände. Drin? Was? Denn hier so viel? Wie machst du die jetzt ohne uns? Ja, einfach gecraftet. Mann, Mann, Mann. Da schleift. Aber ich hab noch was abgekriegt, ich bin ja, der will ruhig. Halt alles für sich, ey, die Sau. Gleich betäuben das Stück. So. Das Mist. Nein. Nein, passiert nicht. Das ist jetzt nicht so cool. Warum? Wo, was ist los? Ich versuche in C2 wieder zu spawnen, aber ich spawn die ganze Zeit irgendwo im Norden. Wir haben doch ein Bett. Ja, das wurde gerade eben benutzt, jetzt muss ich erstmal 5 Minuten warten. Können wir nicht noch eins bauen? Das geht mir nämlich vorhin auch auf den Sack. Dann müsstest du... Oh, Boss, mir dein Speer ist so schwer. Das sterbt ja auch so oft. Oh, ich wurde vom Kanu getötet. Warte, ich baue eben Bett. Ich bin mal jetzt so frech. Ich weiß ja nicht, was ihr da alle macht, aber farmen, Leute, farmen. Boss, mir, ich pack einfach dein Stuff in irgendeine... Also ich fange jetzt wieder an, ne? Jo. Danke dir. Mit was fängst du an? Ja, hier umschlagen. Das laggt etwas. Willst du nicht einfach ein bisschen weiter weg aus unserer Sichtweite gehen, dass das nicht so laggt? Bis ich mit dem Ding dann wieder da bin, habe ich... Ja. 10 Jahre weit. Das ist die Konsequenz. Oh Mann. Aber so ist es halt... Was liegt denn hier eigentlich? Wer schmeißt denn eigentlich lauter Zeug weg? Rohes Fleisch schmeißt der Gabax weg. Ja, weil ich... Beck ist auseinander. Andere Leute ernähren... Narkofeile schmeißt er weg. Ja, ich hatte keinen Platz mehr. Was stimmt denn mit dir nicht? Hallo, ist. Boss, mir ist Zeug hat zu viel gewogen. Stuff. Genau. Ja, aber der stirbt doch eh wieder. Das ist doch. Ja, ich ertränke mich die ganze Zeit. Beste Voraussetzung. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Pronto? Mit welchem? Hast du den Level 40er da? Ey, da rennt noch ein. Noch mehr Galimi muss ich, glaube, wir haben jetzt hier alles Steine, Fettschreiber. Den niemanden. Ja, wahrscheinlich keiner. Ich farm Thatch gerade und halt Steine. Ich mach ein Bett gerade. Auch ich bin alles noch dabei, möglich, Leder zu sammeln. Wo denn? Irgendwo hier am Wasser lang. Ich probiere auch gerade mal Leder zu farmen. Ich glaube, das war keine gute Idee. Was wolltest du denn? Was stehst du denn darum? Ach, du klopfst auf Steine. Ja, ich habe hier so einen großen, kräftigen Bronto, der gerade mir hinterherläuft. Das ist ja auch. Gibt eine Schelle. Ach, der Bronto. Der ist nur 44. Ja. Wenn ich seinen Schwanzschlag richtig interpretieren kann, dann überlebe ich das auf jeden Fall. Aber ob ich genug Pfeile habe. Ich dachte, jetzt kommt ein anderer. Willst du ihn töten? Ja. Helft dir. Standbild. Mega leck. Mann, leck. Leute, farmt doch mal Steine. Wir wollen auch mal eine sichere Unterkunft haben. Ja, den Pronto noch und dann. Ja, wir haben ja dann Kühler wollte ich aber fertig machen. Den kannst du ja fertig machen. Ja, alles was nebenbei. Ist ja okay, aber... Ne, den töten wir ja nur hier wegen... Was denn, ich hab nur gerade gefragt, ob wir hier Leder brauchen dieses Jahr. Ja, Leder reicht aber, wenn das wirklich einer macht. Okay, er rennt weg. Ein Raptor und los geht's. Der Raptor ist tot. Mein Gott, ich sehe ihn gleich. Oh, Jeremy kriegt wieder nichts mit. Ich sehe ihn gleich zuhauen. Es gibt Leute, die haben Wichtiges zu tun. Ja, ich habe ihn schon wieder gekillt. Ich bin dafür der Killer. Oh, die Murmel geht drauf. Oh, ein Raptor ist hier. Raptor hier. Ach, kein Problem. Wo denn? Bei mir. Die können wir zähmen. Ist klar, es blutet aus allen Öffnungen. Die können wir zähmen. So, jetzt gehen wir aber zurück hier. Der simuliert nur. Ey, Vorsicht, die haut hier unsere Murmel. Der Gabax, der macht nur Blödsinn. Ich wollte gerade Steine farmen. Kann ich dass ich meine reparieren kann, meine Rüstung? Leg ich in das Smithy. Jo, ich auch. Aber ich finde hier weit und breit keine Steine. Das ist schon ein bisschen traurig. Oh, ich kill den Stiegel gleich wieder. Der nervt mich jetzt schon mit dem Gelegge hier. Na, ja, wen? Das nervt echt abnormal. Bären brauchen wir doch eh im Moment nicht. Auch die Narkobären brauchen wir. Mm. Außer du willst mit Stein auf Irisch. Klar! Neandertaler leid. Steine sammeln. Euch doch mal. Aber wir könnten den Stego auch gut zum Transport gebrauchen. Gerne machen. Und in welcher Kiste hast du das Metallwerkzeug hinterlegt? Das liegt nur in der Smithy, soweit ich weiß. Ja, in der Smithy, ja. Ja, nee, das, was von ihm ist, ist neben dem Lagerfeuer direkt in der Kiste. Okay. Links oder rechts? Ah, ja, danke schön, hab's gefunden. Stein brauchen wir. Wir brauchen auf jeden Fall noch Transporttiere, ey. Ja. So ein Drachen wäre nicht schlecht. Na dann. Mal. Go, go. Mit Steinen. Go, go.
Mit Knüppel drauf. Was ist hier los? Sag mir noch mal einer. Ich mit dem Quetzel war ambitioniert. Was jetzt hier, Tyot? Ja. Und ich bleibst du gleich irgendwo in der Landschaft liegen und ich vergehe mich an dir. Ist klar. Du fässt ihn an. Ganz er rennt gerade ein Schwein Richtung Base. Kann das mal jemand aufhalten? Das rennt uns alles kaputt. Ey. Das Schwein wird jetzt Chris töten. Na. Genau. Das Schwein ist Chris. Das piekst mir mit seinem Ringelschwanz die Augen aus. Oh, man muss so ewig Schwein für zwei Steine. Das sag ich ja, deswegen so. Ein Transport hier. Hast du gerade eben gesagt, du kannst den Schwanzschlag interpretieren? Ja, bei so einem Schwein, die täuschen immer so hinterhältig an, weißt du? So evil. Was der Mann redet. Hast du überhaupt gelernt? Was laberst du? So. Da kommt ein Stegbohr. Wie man im Hintergrund immer unsere alte fliegende Insel sieht. Da hinten. Home, sweet home. Irgendwann werden wir. Gerade den Stego? Irgendwann werden wir zurückkehren. Fertig. Was glaubst du, wie schnell die jemand dann besetzt hat? Mit. Nee, nee, die ist verboten. Verboten. Level up! Bisschen kannst du nochmal 35 machen. Jetzt sagt der Metall, nachdem ich hier alles voll mit Steinen hab. Ich geh mit Metall farmen schnell. Es ist nicht wichtig. Es ist dann halt nur für die Tür. Warte mal, 2, 4, 6. 800, 80 Metall. Wo soll man denn Fleisch reintun? Am besten. Eigentlich im Stego, aber der ist ja unterwegs bestimmt, oder? Den habe ich mitgenommen, der kommt gleich wieder. Siehst du, und in dem Fall braucht man. Na, ein Dodo-Kühlschrank. Oder auch einen Flugsaurier. Also, ich habe noch keinen Dodo-Kühlschrank. Ich meine hier. Ja. Ich auch nicht. Oder wie wär's Bruce, einfach mit ein bisschen Holz, ja, ein bisschen Metall und man baut einen Keck? Was baut man? Also ich komme jetzt erstmal mit Stein und Holz. Was? Achso, ja, stimmt. Wie viel, was brauchst du Holz und Metall, wa? Haben wir doch alles. Ja, das kannst du aber, du glaube ich, sogar selber schon bauen. Sogar du. Mobbing! Auch du, Bobbing. Mein Bruder, Bruder. Mobbing. Mein Mobbing am Arbeitsplatz. So soll der Stein hin wieder voll in die Dings, logischerweise, wa? Weißt du, was mir bei Ark so ein bisschen fehlt? Fällt mir immer wieder auf. So ganz leichte Hintergrundmusik. Überblick. Überblick. Nee, so die so leichte Hintergrundmusik. Nee, das stimmt. Das stimmt. Ist manchmal echt still. Oder so einfach nur so ein Vögelzwitscher hey, oder so. Komm mal her. Komm mal her. Warte mal. Warum das haben ja, du doch nicht im Sumpf hinter dir? Ja, im Sumpf, aber. Dann sollen sie hier ein paar an der Wiese, dann sollen sie ein paar Grillen zirpen lassen oder so. Guck mal, ich hab ein Geschenk für dich. Was hat er denn du schon wieder? Ich hab doch schon! Ach, du hast schon eine? Ja, dann gibst du wem anders, der noch keine hat. Wer weiß, was für Geschenk gibt. Ich hab hier was. Ich hab hier was. Gut. Kabax. Komm mal her. Kabax. Ja, komm mal her. Denn? Ich hab da ein Geschenk für dich. Nein. Das Geschenk kommt eigentlich von mir. Jetzt rennt er weg. Hier, nimm. Ich will dir nicht K.O. hauen. Weißt du, wie du mich immer einschätzt? Oh. Bin der fairste Player ever. Natürlich. Wie er lügt, ohne rot zu werden. Das wollte ich Ihnen sagen. Wir müssen halt mal gucken hier. Du siehst ja nicht, ob er rot wird. Traue ich Chris nicht zu. Meine Augen sind schon rot. Genau. Das liegt am Zocken. Genau. Ich habe hier noch Gammelfleisch. Zack. So. Ey, können wir vorherstellen hier. 36 Narkodinger können wir herstellen. Das mache ich jetzt. Ja, warte. Nein. Oh. Ah, lass mich das anstellen. Warum? Ist ja doch gar nicht so schlecht, den das ganze Zeug zu holen. Stimmt, mach mal. German will die ganze XP haben. Ja, voll der Gierhals. Ja. So. Geilhals, ne? Muss auch mal gucken, hier ganz unten, da gibt's ja die ganzen tollen Sachen, die umsonst sind. Boah. Kümmert sich einer von euch um den... Ich bin dann jetzt erstmal weg. Wo ist der? Der liegt noch da oben, logischerweise. Ja. Ja, müssten eigentlich genug Narkobären drin sein. Geh mal schnell gucken. Müssten eigentlich. Gute Voraussetzung. Ja, so 200, aber knapp 300 müssen da drin sein. Müssten eigentlich vielleicht sein. Wenn die da keiner rausgenommen haben, dann Rohmetall. Sind die da noch drin. Steine sind wieder drin hier. Kannst du eigentlich wieder bauen, ne? Bis dann, mach's gut. Tschüss. Haus da rein. Haben wir noch irgendwo Wood? Oh, ja, in der Dings da.
Dan und Olli, die fliegen bestimmt jetzt erstmal rum und machen ja. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Dan und Olli spielen natürlich auch mit. Beziehungsweise haben wir alles noch gar nicht. Ja, das mache ich in meinem Intro. Doch, das haben wir schon gesagt. So, da hast du einfach kein Infovideo oder Schlussvideo gemacht. Doch, das hey, kommt Ladies, noch. Ich brauche 200 Leder. Ja, hol dir welches. Ich habe 70. Wir können Chris killen. Ja. Alles bitte, genau. Bitte. Chris gibt leider kein Leder. Ja, heute Chris. So, ich habe einen Kühlschrank. So, wenn wir das hinbauen, am besten aber schon. Nein! Mal. Baut doch keine Axt. Nein! Was ist eine Axt? Die liegen da schon die ganze Zeit drin. Hast du selber gebaut? Ich würde jetzt sagen, dass den Kühlschrank, den baue ich schon mal auf die Foundation, oder? Weil wenn wir eh alles jetzt hier rüber dann transportieren. Kühlschrank? Du meinst den Preserving Bin? Nein. Hast du das Fass gebaut? Ja. Okay, ja gut. Dann baust du dahin, ja. Aber wohin? Oder kann man es eigentlich wieder aufheben? Nee, wa? Chris, da brauchen wir vorher Wände. Und lassen sich die Wände so scheiße platzieren. Ja, okay, dann packe ich es. Ich lasse es im Inventar einfach. Ja. So, ich brauche jetzt nur noch Leder in der Smithy. Für den Sattel, oder was? Ja, dann kann ich einen Dödi-Sattel machen. Wie viel brauchst du immer noch? So eine Schrankschläfer hier, ne? Wir haben 69 und tun wir 200. Oh, es ist schon wieder arschkalt. Oh, 70 habe ich. Bei mir so? Ja. Oh, stimmt. Nö, also ich hab nur einen Eiszapfen, aber keinen. Müssen wir ein paar Schuhe machen, der friert bestimmt an großen Zeh, am kleinen Natürlich. Zeh. Natürlich. Ja, die Kälte zieht von unten nach oben durch, ne? Komm ey, die 6 Hide, die muss ich mir jetzt irgendwo mal klauen. Was? Ich hab auch noch keine Schuhe. Gleich auch anfangen. Boah, jetzt heißt es erstmal Dinos Fitname. Dunkel sieht man wieder nichts. Genau. Brauche ich das? Oh, Level Up. Danke. Wer auch immer. Bitte. So, was brauche ich da noch? Oh, ja, da kommt gleich irgendwo ein Skorpion aus dem Wald. Hier unten haut, glaube ich, einer gerade Stein. Ich bin Sattel. Ein Raptor, aha, stimmt, da war ja was. Das war einmal vor langer Zeit. Ich mag diese Blümchen. Da fällt mein. Ist da eigentlich noch eine Metallpike, die man sich nehmen kann? Nee, die hat er schon jemand weggenommen. Ja, schade. Also ich will nicht sagen, aber diese Galilimimumusis, die nerven mich ganz schön hier. Die nehmen langsam überhand. Dach drüber, fertig. Wie viele Wände? Wie viel brauchen wir denn dafür noch? Ja. Was, Wände? Wall. Boah, ist das viel schnell. Sind ja nur 800 Steine. Ja. Wie viel haben wir noch drin? Naja, nur. Ja, alles gut. Wie viel haben wir noch drin? Hattest du das Leder reingepackt? 99 sind noch drin. Komm, wenn wir da jetzt alle losgehen und mit 100 zurückkommen, dann haben wir es fertig. Ach du Scheiße! Boah, Alter. Was denn jetzt? Sorry. Was ist das? Drache! Hier oben! Drache! Alter, ich hab nur das Feuer gesehen. Oh, da oben, wo die Fackel vom Berg runterkommt? Oh, ja, genau. Lauf, Fokus, lauf! Alter, Scheiße! Da ist halt, ich hab nur das Feuer gesehen. Das wäre jetzt natürlich episch, wenn wir den. Aber den kriegen wir nicht gelegt, glaube ich. Ach komm, Lukas weiß grad, wie es geht. Ja, schön. Ihr habt auch schon die Dings gebaut. Dann mal deine Wände, dann probieren es. Ihr habt auch schon die Feuerstelle gebaut, sehr gut. Können wir langsam hier dann da drüben aufbauen. Stimmt, wir brauchen noch zwei Wände. Zwei Wände unter ein Dach drüber, dann können wir den Drache da reinlocken. Auf jeden. Wir können ihn tamen. Aber wir brauchen mehr, wir wissen nicht, welches Level der hat. Wir könnten theoretischerweise 200 Pfeile brauchen. Lupus, wo war der Drache? Da geradeaus. Komm, zieh sich einer nackig aus und renn einfach auf den Drachen. Die Richtung. Genau, er wollte ich gerade sagen, ich zieh mich aus und guck, welches Level der hat. Auf jeden, wenn du dann gestorben bist, dann steht's ja oben. Du bist ja der Profi im Nachgucken, wollte ich gerade sagen. Genau, ja, mach ich mal eben. Der Profi im Nachgucken. Alter. Ich leg mal vorher eben alles ab, weil ja, kein Bock. Ich hab nur erst die Geräusche gehört und dachte, da wären T-Rex und dann auf einmal das Feuer. Im Steinschrank habe ich meine Sachen mal kurz gelagert. Lupus hat schon wieder ein Trauma. Ja. Was, wir haben Steinschrank? Lang? Ja, der große für Stein. Okay. Aber ja, Steine gleich in die Workstation. Meinst da, wo Steine reingelegt werden? Okay. Nee, Steine gleich in die Workstation. Also du musst einfach nur am Berg entlang in den Wald rein. Berg entlang am Wald, okay. Das ist unser Steg, oder der da drüben läuft? Ja. Komm grad mit Eisen.
Ja, das ist so eine, ähnlich wie damals mit Matze, wo er da den Berg runter ist und dann erstmal den Drachen sieht. So. Wir brauchen aber mal ein bisschen Holz hier noch in den ganzen Lagerfeuern. Alles ja, leer. Ich höre ihn. Da bin ich ja gerade dabei. Und ja. Ich sehe ihn. Komm, lass dich killen. Sieh durch. Wer liegt eigentlich hier rum? Oh, Alter. Irgendwas fackelt dir da gerade ab. Was ist mir? Darfst du dreimal raten? Brauchen wir eigentlich die blöde Kohle? Für was brauchen wir die Kohle? Eigentlich Gunpowder. Fiber und... Ach Quatsch, Fiber. Für Farbe Fiber. Und... und Gunpulver. Ja, aber da brauchen wir nicht viel von. Ich pack's mal hier in... 112! Boah, das wäre jetzt natürlich jetzt Jackpot, ach, oder? Aua! Komm, mit Steinen und so, das klappt doch. Gabax, in die Richtung würde ich nicht weiter rennen. Wenn der jetzt herkommt, ja, ihr wisst schon, dass wir alles verlieren. Man könnte den natürlich jetzt auch zu einem feindlichen Drive locken. Genau, wir ziehen uns alle nackig aus und rennen zu irgendeinem Tribe und der muss uns hinterher. Nur wir müssen uns weit genug auseinanderstellen, damit wir nicht alle gleichzeitig sterben. Aber die anderen wieder auf der lange genug hinter uns her. Der ist oben auf dem Berg, mehr oder weniger. Ja, nee, im Wald ist er. Etwas. Den brauchen wir. Den brauchen wir wirklich, aber wie kriegst du nicht down so schnell? Ich hab mehr bedenkt, dass ihr hier runter rennt. Wir brauchen mit der Armbrust 160 Pfeile. Okay, ich hab einen. Ich hab 40. Ich hab 25. Ich glaube, ich hab für den 116er damals 150 Pfeile über verballert. Also. Ja, aber in dem Fall haben wir das doch. Haben wir? Wie viel haben wir denn nur? Ich hab 51. Ich hab 40. 25. Ich hab einen. Zwei. Ich hab keinen. Leute, das Holz, was hier im linken Schrank drin ist, bitte alles mal in die Workstation packen. Mach selber. Ja. Rufus, reicht das eins hoch? Muss ich jetzt tierisch aufpassen hier beim Farmen. Und Dach drüber. Sag mal. Level. Ja, aber eine Seite auflassen. Ja, komplett auf. Ja, ja, deswegen mach ich jetzt, will ich nur zwei Wände bauen. Wir brauchen noch 102. Komm mal nicht durch. 102 Stein. So wie das. Ach, oh, verdammt, von welcher Seite? Was ist eigentlich mit dem Steinschrank? Lass mich überlegen. Geht das natürlich leer? Das Problem ist, der Stego. Die Tiere müssen unten zum Fluss. Die müssen weg. Ja. Ich würde sagen, dass du die Rückwand hier setzt. Also die Wand zum Stein offen lassen. Okay? Okay. Mach ich. Weil, wenn der von da kommt, kannst du ihn hier reinlocken. Ja. Da hat jemand Hide für mich. Wir sollten dann auf jeden Fall auch mal gucken, wer die schnellste. Wer das schnellste Movement Speed hat. 120, glaube ich, aktuell. Was ist eigentlich mit den Pfeilen? Aber nur 100 Stamina. Ah, oh, da habe ich 100, aber das ist, von da habe ich 140, aber das ist egal, der holt dich trotzdem ein, wenn du Pech hast. Du hast 140. Ich habe 140 Stamina. Achso. Achso, 120 Stamina. Movement Speed. Der, Skillung macht bitte bis auf 130 Movement Speed. Na, fehlen noch 3 Level. Naja, mehr macht keinen Sinn. Ja. Du kannst jedem Rex davonlaufen. Wie viel brauchst du? Wie viel Movement Speed? 130. So viel? Ja, ich hab 102. Dann kannst du dem Rex davonlaufen. Vorausgesetzt, das ist halt jetzt nicht auf Movement Speed. Ja. Ist jetzt ein Tipp von mir. Also, entweder ihr macht so, das ist halt eure Sache. Oh, er farmt wieder. Oh ja, das merkt man. Berries. Ja. Also, wollen wir den Drachen probieren, Johann? Den probieren wir jetzt. Brauche noch 2 Sellings und eine Wand. So, dann würde ich aber sagen, machen wir an der Stelle erstmal einen Cut und in der nächsten Folge werden wir dann mal gucken, ob wir den Drachen ob wir den Drachen besiegen oder der Drache uns besiegt. Das ist natürlich auch, man muss auch bedenken, das ist sehr nah an allem, was wir haben. Ja. Das ist schon 3-2-1 Risiko. Ja, in dem Fall bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.